Ey, Ferdi, Bruder, mach mal bitte kurz einmal mein Intro. Ich geb dir sogar den Anfang vor, okay? Boah, stabiles Intro, ich schwöre. Yo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Und ey, Schule mit Allmanns kam ja stabil bei euch an. Und dachte ich mir direkt, komm, hau doch einen raus. Ich habe nämlich immer noch ein paar Allmanns-Stories von meiner alten Schule. Jedenfalls war es einmal so, wir waren auf einer Klassenfahrt und wir waren auf so einem Ponyhof, ne? Und das war natürlich ideal, weil in meiner Klasse war eh nur Deutsche, so die meisten Weiber waren eh schon in ihrer Freizeit immer am Reiten und so. Aber so, keine Ahnung, wie ich, so Marokkaner, das Einzige, was ich geritten bin, war ein Esel. Ab und zu bin ich aber auch schon gar nicht geritten. Ey, Leute, meine Hose ist aufgerissen. Und wir hatten so eine Chinesin in unserer Klasse, die war mal voll ruhig, die kennt doch diese Chinoas, die sind immer richtig leise und so, schreiben immer gute Noten und so. Die war aber nur bis zur 6. Klasse, glaube ich, da. Und die Klassenfahrt war auch, glaube ich, in der 6. Klasse. Und dann einmal waren wir halt auf diesem Ponyhof und dann hatten wir so Zeit für uns. Jedenfalls war ich dann mit meinen Jungs, also ich, so ein Serbe und noch so ein Araber. Wir waren dann halt auf so einem kleinen Spielplatz neben dem Ponyhof. Hörst du die Regenwürmer husten? Und was das coole an diesem Spielplatz war, da sind auch so Ponys hergelaufen. Ihr müsst euch vorstellen, das war so grüne Fläche, da waren da so diese, kennt ihr das aus Spielplätzen? Diese Dinger, wo ihr euch so reinsetzt, dann könnt ihr so wippen, hin und her wippen, so. Ihr kennt es auch, keine Ahnung, so zu sechs setzt ihr euch auf einen so ein Teil drauf, machst Faxen, so, der eine fällt runter und trittst den und so. Kennt ihr so behinderte Sachen halt, ne? Und ich meine Freunde, wir sind an diesem Ding, so haben das voll für uns so beschlagnahmt, ne? Machen da so voll die Faxen, zerbiegen voll diese Feder und so, ne? Und diese Schäfer war auch dann auf diesem Spielplatz, so, ne? Und die hat dann so einen Pony gestreichelt die ganze Zeit. Die streichelt das so, die streichelt das, die redet so mit dem Pony so. Ich meine Kollegen, die gucken da so hin, so, wow, Bruder, die reden einfach mit Tier und so, ne? Und Leute, ich schwöre, diese Story ist ein bisschen pervers für diejenigen, die das jetzt hören wollen, macht lieber weg. Die streichelt so dieses Pony, ne? Die hat es aber richtig lange gestreichelt. Und dieses Pony ist, glaube ich, geil geworden dadurch, ne? Wie immer das marokkanische Pony so, direkt geil, wenn eine Frau den einfach anfasst. Aber immer macht er so und dieser Pony so, dieser Pony. Auf einmal. Wir gucken, wir sehen dieses Pony. Hat das so einen Schwanz bekommen? So! Mach das so. Ne? Und dieses Mädchen sagt: Hilfe! Hilfe! Ne, auf einmal läuft das so irgendwie so richtig wild, so durch diese Wiese, läuft das so rum. Einmal macht das so. Diese Chinesen so: Hilfe! Hilfe! Ne? Das Mädchen läuft so weg. Dieses Pony, dem Mädchen hinterher mit so einem Schwanz. Ich und meine Freunde, wir kacken richtig ab. So, Bruder, was ist los? Einfach Pferdel mit Schülerin finden. Das läuft so auf die Zunge. So, und ich wünsche dir: Hilfe, Hilfe, hilf mir doch mal bitte jemand. Ich und meine Freunde so: Bruder, was ist das? Und dann ist diese Chinesin abgehauen, ne? Ist die auch irgendwie entkommen, so. Ich und meine Freunde schieben uns miese Lachfläche, ne? Und dann hat sich dieses Pony so ein bisschen beruhigt und ist dann so weiter weg von uns so noch rumgelaufen, so. Na, aber so chillig halt, ne? Und dann sitzen wir so in diesem Ding weiter, ne? Lachen darüber die ganze Zeit. Und macht mein Kollege, der Bastard, ich saß dann so auf diesem Ding, war so am Wippen, ne? Und ihr kennt das doch, wir sind einfach so 6. Klasse, ich war aber schon 15 Jahre alt, ich war schon richtig ekelhaft, ich steck da drin eh fest, so, ne? Meine Freunde so schubsen mich, ne? Ich sag, rauf, Bruder, hör mal auf, die ganze Zeit so wachsen, ne? Und einmal mein Kollege macht die ganze Zeit so Pony so. Ne? Kommt das mal so näher, ne? Ich sag, Bruder, hör mal auf, Alter, hör mal auf, nachher fickt mich das auch. Mein Kollege macht so weiter, so. Bruder, hör mal auf einmal. Ich mach so. Und dann dieses Pony kommt so immer langsam auf uns zu, ne? So, Bruder, jetzt scheiße schreien, ne? Auf einmal läuft das so. Mein Kollege, ah, oh, Bruder, läuft der weg. So, der Araber läuft auch weg. Und ich so, ey, Bruder, ich muss mal schreien. Und ich sitze auf diesem Ding so. Ich so, Bruder, ich fall so. Mit dieser Feder hat sich schon so voll verbogen. Ich lieg so. Und ihr müsst euch denken, weil mein fetter marokkanischer Entenarsch bin da nicht rausgekommen. Ich saß noch in diesem Ding so drin. Ich so, ey Bruder, komm mal so. Und ich seh so dieses Pony so hier. Bei mir so die Fresse voll nah. Ich denk mir so, bitte fick mich jetzt nicht. Ich so, ey Bruder, komm mal schnell. Bruder, schnell, ey. Bruder, schnell. Komm mal, Bruder, übertreib mich so. Und sagen beide so, ne. Meine Kollegen kommen so. Da darf man mich schon so Stein werfen, ne. Die kommen so, ey Bruder, ey, warte mal. Mein Kollege sitzt in dem Pony. Da bist du schon mal hochgezogen. Und danach, Dinge, haben die mich schon rausgezogen, so voll mit Panik. Und dann ist das Pony so ruhiger geworden. Und dann sind wir auch abgehauen. Aber wallah, Lachkick, ich schwöre. Vor allem diese Chinesin, immerhin war das noch so Mädchen, die war, ist in ihrer Freizeit nicht geritten. Das war nicht so eine Wendy-Bitch. Ich glaube, so, das kennt diese Weiber, die immer so richtig gerne reiten, so diese Wendy-Zeitschrift. Ich glaube, die hätte sich voll gerne von diesem Pferd durchwerfen lassen. Aber diese Chinesin, die wollte nicht.
Boah, Leute, dann noch so eine Story. Ich schwör's euch, ungelogen lachkick. Damals, weiß ich noch, 8. Klasse, wir waren Englisch-E-Kurs, ne? Und ich hab so einen Sam mit bei mir im Kurs. Das war wirklich ein Sam, so ein Deutscher war der. Ich will jetzt seinen Namen nicht nennen. So eine Lehrerin, die war unnormal streng, die hat jeden gehasst. Ich hab die aber voll geliebt, weil Englisch war schon Baba, ne? Die hat mich richtig geliebt, aber die hat alle anderen gehasst, so, ne? Und dann hat dieser Sam, den ich auch in meinem Kurs hatte, der war so schwul in der 8. Klasse schon. Ich wusste immer schon, dass der schwul ist, ne? Schon damals in der 5. Klasse meinte ich zu Leuten, ey, der ist Semmel, ne? Und meine Freunde so, übertreibt man nicht, der ist nicht Semmel. Der ist nicht so, doch, der ist Semmel. Was höre ich jetzt? Ich schwör's euch, Leute, mittlerweile ist er eine Frau geworden. Der hat sich halt umoperieren lassen, ne? Und so, auf jeden Fall, Leute, der war Semmel. Full Semmel. Und danach war das so 8. Klasse, so die Lehrerin fragt so nach Hausaufgaben, ne? Die liest so die Namen vor, fragt so, wer hat Hausaufgaben, so. Jeder sagt so, ja, hab ich, kennst du, die meisten haben das gehabt, weil die Angst vor der Lehrerin hatten, ne? Weil ihr alle bei mir abgeschrieben habt, die Zitronenköpfe, ne? Ja, hab ich, kommt zu mir, Harley, machst du das? Ich so, ja, hab ich, meint die gut, gut, ne? Und dann fragt die diesen Semmel, meint die, ja, du, ich sag jetzt auch einen anderen Namen, kein Bock, dass ich nachher Anzeige bekomme von der Transe. Harald, hast du die Hausaufgaben? Der so, nein, hab ich nicht. 8. Klasse, ne? Heute ist das ja normal auf YouTube, jeder zweite ist so, ne? Die so, warum hast du denn Hausaufgaben nicht? Der so, ich hab sie nicht, weil ich sie einfach nicht habe, okay? Und die so, du erklärst mir jetzt, warum du deine Hausaufgaben nicht machst. Und der so, hallo, auch wenn sie mich anschreien, habe ich Hausaufgaben immer noch nicht, okay? Die machen sich ja nicht von selbst. Meint die, das ist nicht lustig, warum hast du dir wieder unter meine Hausaufgaben? Du störst damit meinen Unterricht, weil ich dann nicht mit dir arbeiten kann. Mach. Streit ihn vorne mit der, hallo, jetzt hören sie mal auf mich so anzuschreien. Ich hab die Hausaufgaben nicht und jetzt gehen sie mir bitte nicht auf die Nerven. Danke. Auf einmal die Lehrerin steht auf, geht zu dem, meint die, hör auf, deine respektlose Verhalten, nicht so asozial mir gegenüber, du gehst jetzt sofort hier raus. Und der auf einmal so zu der, hallo, hört sie mal bitte auf, mich so anzuschreien und kommen sie mir nicht so nah. Sie stinken nämlich aus dem Mund wie eine Kuh aus dem Arsch. Meint ihr raus? Und so, ich geh auch hier raus. Oder tritt der so gegen Spitz und dann so, boah, ey, die ist zum Kotzen, diese Frau. Oh, dann geht der raus. Schlimm, schlimm. Ihr müsst euch vorstellen, so Semmel, der hat mieser gemuckt als die Kanaken selbst. Auf jeden Fall krasser Typ, Respekt an mich.